Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu den Intro Pack Unboxings Magic Origins mit Games Island. Wir haben als erstes das jagende Rudel. Das ist schwarz und grün, Hauptfarbe grün. Es geht um Elfen. Und ja, wie immer in den Intro Pack Unboxings schauen wir uns das ganze Deck zusammen an. Dann reißen wir die Booster auf, gucken, ob was für das Deck dabei ist. Und ich gebe natürlich wie immer Verbesserungsvorschläge, falls vielleicht jemand von euch mit diesem Intro Deck starten möchte. Vorne drauf, wie immer, das fertige 60-Karten-Deck. Sofort spielbereit. Hinten drin zwei Booster der neuen Edition und hier nochmal die Erklärung, was man mit dem Deck denn alles so machen kann. Und die Booster lege ich natürlich erstmal zur Seite. Wir schauen uns das Deck an und wir haben vorne drauf auch schon eine sehr wichtige Karte für das Elfendeck, wenn man Standard spielt. Und zwar Drenen Gildenlaubdain. Ganz komplizierter Name. Bei mir klebt noch, ja, komm schon. So, ganz einfach. Wir holen erstmal die Basics raus. Wir haben eine entfaltende Wildnis, ganz viele Wälder und natürlich ganz viele Sümpfe. Also das Länderpaket trennt wie immer Kreaturen von den Spells. Dann haben wir hier noch die Magic Reference Card mit so ein bisschen Regeltipps. Aber schauen wir uns erstmal hier diesen wunderbaren Elfenlord an. Natürlich wieder Intro-Pack Foil. Sieht auch ein bisschen anders aus wie immer. 4 Mana 3, 4 Reach Legendary, ganz wichtig, also aufpassen. Andere Elfen, die man kontrolliert, kriegen plus 1, plus 1. Und immer wenn sie angreift, kriegen wir einen Lebenspunkt für jeden Elfen, der angreift. Das ist auf jeden Fall grundsolide. Die zweite Rare in diesem Deck ist die Mana-verschlingende Hydra. Leider kein Elf, aber naja gut. 3 Mana, 1, 1 Trample. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, kriegt sie eine plus 1, plus 1 Mark. Ist natürlich sehr stark. Sie triggert bei jedem Gegner und bei uns selber natürlich auch. Also bei jedem Spell, der überhaupt gespielt wird. Die wird sehr schnell sehr stark, mit Trample ganz gut. Und sie ist halt sehr schwer zu töten mit sowas wie Burn. Man braucht halt schon auf jeden Fall Hard Removal, um sie zu töten, weil sie halt immer stärker wird und sehr schnell auch aus Burn-Reichweite kommt. So, jetzt gucken wir uns natürlich die Elfen an. Das ist natürlich am wichtigsten in einem Elfendeck. Wir haben den Dornbogenschützen. 1 Mana, 1, 2, immer wenn er angreift. Verliert jeder Gegner, der keinen Elfen hat, ein Leben. Der solide, der ist zweimal drinne. Dann die Elite-Krieger, 2 Mana, 2, 2. Wenn sie ins Spiel kommen und wir noch einen anderen Elfen außer sie kontrollieren, dann gibt es ein 1-1er Elfen-Token, auch sehr stark, ist zweimal drinne. Dann Elvish Visionary, 2 Mana, 1, 1. Wenn er ins Spiel kommt, zieht eine Karte, setzt uns sich selbst. Ist auch sehr gut. Laubvergolder, 2 Mana, 2, 1, tappt für ein Grün, zweimal. Dann der Wolf des Waldrudels, 2 Mana, 2, 2. Er kriegt plus 1, plus 1 für jeden anderen Wolf. Der genauso heißt, sind drei Stück von drinne, aber der ist nicht so gut, weil er ist kein Elf. Genau wie die Spinne, sie ist solide. 3 Mana 1 für Reach ist solide, aber sie ist kein Elf. Jeweils Kraftmagier, 3 Mana 2, 2. Wenn er ins Spiel kommt, gibt er irgendeiner Kreatur plus 2, plus 2, bis zum Ende zu ist. Das ist okay, er ist zumindest ein Elf. Todesbrückenschamanin, 3 Mana 3, 1. Wenn sie stirbt, wirft ein Gegner eine Karte ab. Die ist okay. Ist aber immerhin ein 11. Dann Augenwehmeuchlerin, 3 Mana 2, 2. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt der Kreatur des Gegners minus 1, minus 1. Ist in Ordnung. Dann die Superbombe des Decks, Schamanin des Rudels. 3 Mana 3, 2, wenn sie ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner, nee, ein Gegner. Ich spiele ja eh meistens nur 1 gegen 1, das ist eh nicht relevant. So viele Leben, wie wir Elfen kontrollieren, richtig, richtig starke Bombe. Bote des Waldes, genauso stark vom Power Level. 4 Mana, 2, 2 Trample, wenn er ins Spiel kommt, decken wir die obersten 4 Karten auf und dürfen jeden Elfen davon auf die Hand nehmen. Also super starker grüner Draw-Spell. Aus dem Grund wollen wir auch eigentlich nur Elfen in dem Deck spielen, damit er unendlich gut wird. Himmelsfangspinne, 6 Mana, 6, 6. Vigilance Reach, also wird beim Angreifen nicht getappt, kann fliegende blocken, ist solide, aber kein Elf. Gucken wir uns noch die Spells an, macht der Massen, 1 Mana, eine Kreatur kriegt plus 1, plus 1 für jede andere, nee, für jede Kreatur, die wir kontrollieren, ist ein starker Pump, gerade wenn man viele kleine Elfen spielt. Makabra Walzer, 2 Mana, 2 Kreaturen aus dem Friedhof auf die Hand nehmen, dann eine abwerfen, ist okay. Nachtschlinge ist mittelbeschlechter Discard, muss man glaube ich nicht zu sagen, ist schlecht. Last der Unterwelt ist ein mittelgutes Removal, ist sehr stark im Limited, aber nicht gut genug im Constructed. Genau wie die Blutsegnung, Kreatur kriegt plus 2 Flying, Opfer 2 Kreaturen regenerieren, ist schlecht. Augenweh-Massaker hingegen ist viel, viel, viel besser. 4 Mana, alle Nicht-Elfen kriegen minus 2, minus 2. Ist auch wieder ein Grund, nichts anderes als Elfen zu spielen. Also keine Spinnen, kein Wölfe, Krempel, super Antisynergie, geht gar nicht. Joroga Anrufung, 6 Mana, jede Kreatur, die wir kontrollieren, kriegen plus 3 bis zum Ende des Zuges und müssen in diesem Zug geblockt werden. Im Moment aktuell bestmöglichster Overrun als Hexerei, den wir haben können, geht aber besser, denn erzähle ich euch gleich. Wir machen erstmal die Booster auf, gucken, ob wir noch was finden und dann sage ich euch was dazu. Wir haben hier nämlich tatsächlich das stärkste Intro-Deck aller Zeiten, würde ich sagen. Ja, Elfen sind im Moment, ich halte das Deck für extrem stark und dieses Intro-Deck, wenn man das zweimal kauft, hat man ein sehr gutes Deck und muss vielleicht noch ein 20 investieren und hat ein richtig gutes Deck, wo man locker ein FNM mitzocken kann. Drachenfutter,
Schlurfender Ghoul, Wilde Instinkte, das sind halt alles Limited-Karten. Wir suchen hier jetzt halt weitere Elfen definitiv, alles andere ist erstmal egal. Blutsegnung, Dämmerwald, Alpha-Tier, ja, ein Rebel Master ist natürlich geil, also als Anfänger will man natürlich auch sowas aufmachen, den kann man dann direkt verkaufen, den Rebel Master, das ist halt super solide. So, ein bisschen fies im Elfendeck einen Goblin aufzumachen. Das sind halt so komplett unterschiedliche Tribes. Laubvergolder, sehr, sehr gut. Würde ich sofort in das Deck reinmachen. Kotofet, der Seelensammler. 6 Mana, 6, 6 Flying. Immer wenn eine bleibende Karte, die ein anderer Spieler besitzt, aus dem Spiel in den Friedhof geht, ziehen wir eine Karte, kriegen dafür ein Leben. Wäre gut in einem schwarzen Deck. Dazu noch eine Foil-Ebene. Ist in Ordnung, aber ist halt nicht der Beste. Hier würde ich auf jeden Fall den Laubvergolder noch rausholen und mit ins Deck tun. Und ja, war okay. Es waren gute Booster durch den Piledriver und noch einen Elfen fürs Deck. Aber was würde ich an dem Deck insgesamt verändern? Also, es gibt mehrere Karten, auf die ihr Zugriff haben müsstet. Davon hängt es ab, wie man das Deck baut. Also das Erste, was ihr macht, das Deck kann so viele Mana-Elfen spielen. Man kann alles cutten, was kein Elf ist sowieso. Wie viele Länder haben wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Also wenn ihr das Deck komplett mit Mana-Elfen ausbaut, reicht es 18 oder 19 Länder zu spielen. Locker, und das ist auch noch billig. Wenn ihr den Schwarzblech spielen wollt, was sehr hilfreich ist, weil es gibt sehr gute Sideboard-Karten. Also ich bin jetzt schon beim FNM. Das Deck ist definitiv turniertauglich. Dann kann man sowas spielen wie Llanowar Wastes. Ist auch nicht teuer als Painland. Also sowas, was getappt ins Spiel kommt, kann man cutten. Was man höchstens spielen kann, sind Scry Temple Grün-Schwarze. Würde ich aber auch nicht mehr als 2 oder 3 spielen. Und halt runterkarten auf 18 Länder. Also möglichst Doppelländer spielen, die nicht getappt ins Spiel kommen. So, was macht man dann? So, wie viele Lords man spielt, ist natürlich davon abhängig, was für andere Karten man noch zur Verfügung hat. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Akkorde des Rufens, wie heißt es? Court of Calling zu Englisch, wo man sich halt für 3 Grün X Convoke eine Kreatur raussuchen kann, sie direkt ins Spiel bringen kann. Ist natürlich gut, weil wir haben viele Elfen, das ist der beste Tutor-Spell, den wir haben. Wir können dann als One-Off im Main-Deck zum Beispiel noch einen Reclamation Sage spielen, um Artefakte und Enchantments zu handeln und können uns halt raustutern, zusammen mit 4 Korden haben wir virtuell 5 Rack Sages im Deck und genau das gleiche würde ich mit dem Lord machen. Sie ist halt legendär, sie ist gut, aber das Deck kann besser sein und sie ist tatsächlich nur mittelgut in einem voll ausgebauten Turnierdeck. Deswegen würde ich sie als One-Off spielen, zusammen mit 4 Court of Calling. Dann gibt es verschiedene Draw-Spells, die wir spielen können. Man hat eine Auswahl zwischen Collected Company, Shamanic Revelation, wo man eine Karte zieht für jede Kreatur, die man kontrolliert, oder Evolutionary Leap. Kommt drauf an, was für eine Meta man spielt. Wo viel Mass Removal ist, ist natürlich die Company ganz gut, weil man die im gegnerischen Endstep spielen kann, direkt was auf dem Board hat und dann von dem Punkt weiterspielen kann. Shamanic Revelation ist einfach gut, dann wird das Deck halt sehr comboartig, weil man viele Elfen und viele Karten einfach nur zieht. Und Evolutionary Leap ist gut, wenn man gegen viele Decks spielt, die Point Removal haben, also ist wie Ultimate Price zerstörende Kreatur. Dann kann man in Response mit dem Evolutionary Leap nämlich immer den Elfen opfern. Und dann eine neue Elfen dafür auf die Hand nehmen. Und so effektiv halt immer, macht der Gegner immer Kartennachteil, wenn er Removal spielt. Aus den 3 könnt ihr euch quasi wild einen aussuchen. So, die Hydra cuttet man, auch wenn sie natürlich ganz okay ist. Aber was macht man jetzt noch? Jeden Elfen, den ihr spielen könnt, ungefähr auf 4 erhöhen. Also, Dornbogenschützen auf 4 erhöhen. Elite-Krieger auf 4 erhöhen. Elvish Visionary auch auf 4 erhöhen. Und ihr merkt, das sind Commons und Uncommons, das kostet nicht viel. Laubvergolder auf 4 erhöhen. Wölfe, Spinne, cutten. Kraftmagier kann man drinnen lassen, falls man irgendwie keine Korden hat oder Collected Companies, kann man den erstmal als Füller drin lassen. Schwarze Elfen würde ich alle cutten, die sind viel zu schlecht. Schamanen auf jeden Fall 4 spielen, auch mit den Korden zusammen hat man richtig fett Druck und ballert richtig aufs Feld. Bote des Waldes auch 4-mal spielen, super gut, zieht Karten nach, wollen wir haben. Spinnen cutten, alles cutten, was schwarz ist, alles raus. Macht der Massen, kann man spielen. Aber irgendwie Massaker würde ich aus dem Sideboard spielen gegen Weenie-Decks à la Goblins, White Weenie, Mono Blue Devotion. Es ist eher eine Sideboard-Karte. Jorora Anrufung ist tatsächlich okay. Was ich noch empfehlen kann, ist Obelisk of Earth. Kostet auch 6 Mana, hat aber Convoke und dafür kriegen alle Elfen permanent +2/+2. Kann man sich aussuchen, wie man es spielt. Ich finde den Obelisk ein bisschen besser. Obelisk von Earth und dann habt ihr das Deck quasi ja schon fertig. Also man spielt hier von 4, dann sind wir bei 5. Bei 9, also alles auf 4 aufquillt. 13, 17, 18, 19, 23, 27, kann man auch auffüllen. 31, Sideboard 32, 33. Und dann kommt noch sowas rein wie Korde ist 35,
Collected Company etc. Kommt dann ganz schnell auf die knapp 40 Elfen, also alles rein, was ein Elf ist. Und ganz wichtig, habe ich ganz vergessen, Elvish Mystic müsst ihr auf jeden Fall viermal spielen. Das ist quasi auch noch ein super Mana-Elf. Vier Elvish Mystics, M15, super billig, kriegt man überall hinterhergeschmissen. Und dann gibt es noch einen Elf, ich habe den Namen nicht auf dem Schirm, das ist auf jeden Fall der Trapper, heißt er. Der ist für ein Mana, ist das auch ein Mana-Elf, kostet ein schwarzes und produziert grünes Mana nur für Elfen-Spells. Indem man ein Leben bezahlt und kann angreifenden Elfen Death Touch geben, auch für einen Mana. Dann kloppt ihr das alles rein, die Kurve wird bei 3 bzw. 4 auf und ihr habt ein unendlich starkes Elfendeck. Sprich, ihr kauft euch das Deck zweimal, dann habt ihr die zweimal, die viermal, 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 viermal. Notfalls habt ihr noch einen zweiten Lord. Das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist Elvish Mystics besorgen und vier Trapper und dann sowas wie Corden, Evolutionary Leap, Shamanic Revelation, Collected Company, was ihr spielen wollt. Das Deck ist Platz 1 FNM tauglich. Das ist mit meiner Meinung nach das beste Intro-Deck, was wir bisher gesehen haben. Die Elfen sind halt auch sehr, sehr, sehr stark und ja, finde ich gut. Also lässt sich leicht umbauen, super starkes Deck, einfach zu bauen, gut für Anfänger auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.